zur Heute-Show. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Danke sehr. Die Heute-Show. Und wie lange machen wir die Sendung jetzt schon? Ich glaube, seit 2009. 3 Jahre, meine Damen und Herren, hat es gedauert. Aber jetzt haben wir ihn gefunden. Den lustigsten Clip aller Zeiten. Meine Damen und Herren zu Hause, schicken Sie die Kinder aus dem Zimmer, schnallen Sie sich an, machen Sie die Hose auf. Der lustigste Satz ever. Diese Bundesregierung ist die erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung, meine Damen und Herren. Den musst du erst mal bringen. Die erfolgreichste Regierung seit der Wiedervereinigung. Was sagt man dazu? Herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen. Ja, gut. Aus Frau Merkels Sicht stimmt das natürlich. Ne? Die Regierung, die sie davor in der DDR erlebt hat, war sicherlich um Längen erfolgreicher, meine Damen und Herren. Man muss es jetzt vielleicht erklären. Im Bundestag war diese Woche Haushaltsdebatte. Das ist Wahlkampf pur. Das hat mit der Realität, wie wir sie kennen, nichts zu tun. Im Grunde, wie erkläre ich Ihnen das, im Grunde ist es sowas wie die deutsche Meisterschaft im Schwachsinn labern. Wir haben die Praxisgebühr abgeschafft. Meine Damen und Herren, da sagen Sie einfach mal Danke an die FDP, die das ermöglicht hat. Ist klar, Freunde. Ich mache ja viel mit, aber Danke sagen an die FDP. Danke sagen an die FDP, da veröde ich mir eher mit einem rostigen Lötkolben die Hämorrhoiden, meine Damen und Herren. Was die Kanzlerin, ich kann nur raten, vermutlich sagen will, dank ihrer Regierung laufen so viele Sachen so viel besser in diesem Land. Wenn auch, das gibt sie zu, noch nicht perfekt. Wir haben inzwischen mehr Migrantinnen und Migranten, die auch einen Schulabschluss machen. Es sind immer noch zu viele. Ja, genau. Zu viele Migranten werden hier viel zu schlau, meine Damen und Herren. Aber Sie merken, die Kanzlerin war gut drauf bei dieser Generaldebatte. Und ich sage, kein Wunder. Denn ihr Rivale, Peer Steinbrück, ist gar kein Rivale mehr, sondern, hier wäre es das andere Wort noch, Opfer. Genau. Der Pannenpeer, formerly known as Kanzlerkandidat. Sein Online-Manager musste schon nach 2 Tagen wieder gehen, weil er früher für Hedgefonds, also für gelernte Verbrecher, gearbeitet hat. Das ist blöd, echt blöd. Sogar Rainer Brüderle, der Erfinder des Fettnäpfchens, lacht sich scheckig. Die Welt titelt Steinbrücks Heuschrecke, entsetzte Genossen. Sie hatten den Autor des berühmten Buches Scheißkerle als Online-Berater vorgesehen und irgendwann wieder getrennt. Erneut ein genialer Griff in die Personalkiste. Tja, tiefer. Rainer Brüderle. So, jetzt ist es passiert. Tiefer kannst du nicht mehr sinken, Steinbrück. Wenn sich hier sogar der alte Lehrgutsammler Brüderle über dich lustig macht. Zum Glück waren weite Teile seiner weiteren SPD-Attacken null zu verstehen. Das haben Sie gemacht, in die Schwangsreserve einzugreifen und Sätze aufzuplustern wie aufgeblasene Maikäfer, ist zutiefst unredlich. Hä? Seit wann kann man bitte Maikäfer aufblasen? Das ist, ja, oder? Oder hier. Oder verwechselt er das mit den Dingern, in die er bei der Polizeikontrolle immer reinpusten muss? Ich weiß, ist egal. Die Angriffe bleiben jedenfalls nicht wirkungslos. Steinbrück ist nur noch in der Defensive in diesen Tagen. Und er hat ein tolles rhetorisches Stilmittel für sich entdeckt. Die sogenannte Frage. Ich stelle in diesem Zusammenhang auch die Frage, was ist eigentlich aus der Umsetzung des Wachstums- und Beschäftigungspaktes geworden? Wo ist Ihre Initiative für ein Entgeltgleichheitsgesetz? Haben Sie nicht bei Spanien die Hoffnung genährt, dass eine Direktkapitalisierung spanischer Banken aus dem ESM möglich ist? Aber wenn die nicht kommt, was heißt das für Spanien? Aber vielleicht gibt es einige Länder, die sich diesen Auflagen gar nicht stellen wollen. Wie spät ist es? Und warum frage ich Sie das alles? Weil ich vielleicht selber keine Ahnung habe? Na? Na? Immerhin, solange er uns Fragen stellt, wirft er wenigstens nicht um sich mit Nadelbaummetaphern. Wenn wir uns von Ihnen hinter die Fichte geführt fühlen in diesem Punkt,
dann werden wir Ihnen erneut die Kastanien aus dem Feuer nicht mehr rausholen, wenn Sie unsere Zustimmung wieder brauchen. Mal. Wachsen an Fichten überhaupt Kastanien? Also, ich habe mal so einen Film gesehen, der hieß Im Wald der nickenden Fichten, aber das führt zu weit. Nur in einem. Ein super Film. Nur in einem. Hatte Steinbrück gestern völlig recht, die Euro-Rettungspolitik von Schwarz-Gelb, die ist wirklich nur noch frech. Ja, das ist Durchwursteln Deluxe, meine Damen und Herren. Ich habe das Gefühl, unser Kassenwart, Herr Schäuble, kriegt inzwischen schon beim Wort Europa Pickel. Ich glaube, das Vertrauen in die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion insgesamt. Ja, gute Laune hat dein Gesicht, meine Damen und Herren. Und zwar nicht das von Wolfgang Schäuble. Das Geld, bitte mitschreiben, das wir den Griechen gegeben haben, ist der Hack. Das weiß inzwischen jeder Experte, jeder Grundschüler weiß das, jede Zimmerpflanze. Hört auf, uns was anderes zu erzählen wegen der doofen Bundestagswahl. Meine Güte. Ist das der neue Bond? Tatsache ist, ganz Europa setzt auf Deutschland. Denn wir sind zwei Sachen auf einmal. Deutschland ist in Europa Stabilitätsanker und zugleich Wachstumslokomotive. Was? Wie kann man denn gleichzeitig Lokomotive und Anker sein? Wie soll das denn gehen? Ah gut, so geht's. Ja, Herr Schäuble. Gute Frage. Lokomotive und Anker. Leute, Leute, Leute. Ja. Schwarz-Gelb, wie lange wollt ihr mit der Unser Geld ist nicht weg Scheiße noch durchkommen? Es ist noch fast ein Jahr hin bis zur Wahl, oder? Jetzt sind noch 10 Monate bis zu den Bundestagswahlen. 10 Minuten, ja. Das wünschen wir alle, dass das so wäre, aber so ist es ja leider nicht, ne? Was wollen Sie denn, Herr Große-Brömer, mit dieser Koalition, die jetzt noch ungefähr 10 Minuten im Amt ist? 10 Monate. Naja, wenn es zwei sagen, kriege ich langsam doch Hoffnung, meine Damen und Herren. Ja, Angela Merkel ist wahrscheinlich noch 10 Minuten im Amt und führt also nach eigenen Angaben die beste Regierung seit der Wende. Reden wir drüber mit unserem Experten für gestörte Selbstwahrnehmung, mit Olaf Schubert, meine Damen und Herren. Olaf, schön, dass du da bist. Ich habe es gerade noch mal gesagt, Angela Merkel spricht von der besten Bundesregierung seit der Wiedervereinigung. Kannst du das so ungefähr unterschreiben oder wo steht diese Regierung in deinem persönlichen Ranking? Ich will da gar nicht dran zweifeln. Wenn die Regierung sagt, dass sie die beste ist, dann wird das schon stimmen. Ne? Also es ist ja jetzt die dritte Regierung seit der Wiedervereinigung und die gehört für mich in die Top 3. Also ganz klar. Und ja, also ich finde auch die Angelika, also Angela Merkel macht das wirklich gut, ist ja eine Frau. Und naja, da macht man ja normalerweise schon in der Planung immer so ein paar Qualitätsabstriche. Naja, Frauen verdienen ja auch weniger, ne? Und das muss ja irgendeinen Grund haben. So, also, und deshalb bin ich da sehr angenehm überrascht. Also innenpolitisch macht sie das sehr souverän, außenpolitisch, da, naja, fehlt ein bisschen der Glanz. So, also wenn sie jetzt neben Obama steht, da wirkt sie schon ein bisschen blass. Aber die Präsenz ist da. Absolut. Mhm. Herr Steinbrück gibt jetzt noch mal Gas, hat noch mal ein Interview gegeben und versucht gegenzusteuern wegen Nebeneinkünfte, Online-Berater etc. Aber er kommt noch nicht so richtig ran. Angela Merkels Popularitätswerte sind ungebrochen hoch. Hast du irgendeine Erklärung dafür? Warum ist die so beliebt? Ist sie beliebt? Ja, ja. Ich dachte nur in Griechenland. Bitte? Ich dachte nur in Griechenland. Nein, nein, nicht nur in Griechenland. Also, ja. Naja, ich denke mal, das ist dann sie als Mensch. Also das hat sie sich erarbeitet. Ne? Also um Äußerlichkeiten dürfte es bei ihr nicht gehen. Also ich denke mal, naja, sie verfügt halt über eine immense fehlende Ausstrahlung. Und da erkennen sich viele zu Hause wieder und sagen, ja, das ist... Ja. Das bin ich. Ja. Ja. Das ist meine Kanzlerin. Ja. Und sie... Sie gilt halt immer noch als die Frau, die unser Geld verteidigt. Heute schon wieder ein Euro-Gipfel geplatzt oder vertagt worden.
Die Bundeskanzlerin will nach wie vor erst nach der Wahl zugeben, dass das, was wir nach Griechenland geschickt haben, kein tolles Investment war, sondern einfach weg ist. Und wir müssen vielleicht sogar noch frisches Geld nachschießen. Oder siehst du das nicht so pessimistisch? Ich finde das relativ, das Geld ist ja nicht weg. Es ist ja nur woanders. Ne? Es ist ja jetzt bei unseren griechischen Freunden und dort gehört es ja auch hin. Ne? Ich meine, der Spyros, der Costa, wie sie alle heißen, der Mitsaki und der Meningitis, ne? die brauchen das Geld ja auch. Denn wenn dort schon Krise ist, dann brauchen sie ja wenigstens genug Geld, damit sie es gut gehen lassen können. Also das, ich denke, das ist ein Prozess, dass das Geld automatisch sich den Ort sucht, wo es gerne ausgegeben werden will. Also wenn ich Geld wäre, würde ich auch lieber kursieren an der Ägäis als irgendwo am Kiosk zwischen Bitterfeld und Bottrop. Ne? Man muss es mal aus der Sicht des Geldes sehen. Jetzt sind wir ja offensichtlich eine der wenigen Stimmen des Realismus, wenn wir sagen, das Geld wird futsch sein. Wie können wir denn die Deutschen behutsam darauf einstimmen, dass man sich von seinem Geld verabschieden muss? Weil wir Deutschen haben ja, glaube ich, eine sehr emotionale Beziehung zu unserem Geld. Unser Geld. Ich glaube, da fing es ja schon an. Mit dem Euro war ja da ein klaffende Klüfte klafften. Ne? Also ich finde das aber gut, dass dieser Schritt gegangen wurde. Denn so eine tolle Gemeinschaftswährung wie den Euro haben wirklich nur wir in Europa. Das hat man ja woanders auch probiert, überall gescheitert. In Afrika, der Afro. Ne? In Israel, die Juden wollten ja auch mal ein eigenes Geld, ne? den Judo. Und nur, hat sich nicht durchgesetzt. Hat sich nicht durchgesetzt. Ja. Und wir haben jetzt diese tolle Gemeinschaftswährung, aber wir müssen erkennen, Geld ist nicht alles. Ne? Also jetzt in Zeiten der Krise müssen wir uns auf andere Werte besinnen. Wir müssen erkennen, Dinge wie Ehrlichkeit, Vertrauen, Verantwortung. Ich liebe es, wenn du dieses Gesicht machst. Ja. Ja, aber man wird sich an meine Worte besinnen. Eines Tages wird es so sein, da kann man in den Laden gehen und sagen, ich hätte gern diesen Kühlschrank, ich schenke Ihnen dafür meine Hochachtung. So. Da müssen wir noch hinkommen. Aber offensichtlich sind die Menschen ja verunsichert. Sie wissen nicht mehr, wohin mit meinem Geld. Was mache ich damit? Gebe ich es für Immobilien aus, für Gold? Kaufe ich gar nichts mehr? Hast du noch Anlagetipps zum Schluss? Das sicherste nach wie vor Pfandflaschen. Aber in Zeiten des Wandels heute, es gibt keine absolute Sicherheit mehr. Ne? Gold, das verrostet, die Immobilien stehen rum oder dann wohnt jemand drin. Ich halte es damit, mein Vater, Sportler, Fußballer, hat immer gut verdient, aber der hat das alles auf dem Altar der Lebensfreude geopfert. Also Geld, Alkohol, Frauen und den Rest hat er verprasst. Das ist der Spirit. Olaf Schubert, meine Damen und Herren, vielen Dank. Olaf Schubert. Ja. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ein Wunder ist geschehen, liebe Gemeinde. Das Bundesarbeitsgericht hat vorgestern entschieden, dass auch Angestellte der Kirchen unter bestimmten Umständen in Deutschland streiken dürfen. Ja, und das ist echt der Hammer. Denn die Kirche ist ja, das wissen Sie, nicht nur der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland, sondern auch mit Abstand der unsozialste. Au! Was soll denn das? Das darfst du gar nicht. Bin doch längst ausgetreten aus deinem Verein. Aua, au! Voll ungerecht. Warum klatscht da einer, wenn ich einen Blitz abkriege? Ob ich spinne. Jedenfalls, ich traue ihm nicht mehr. Jedenfalls hat das Bundesarbeitsgericht zugunsten der Arbeitnehmer. Stimmt ja. Gott mag ja keine Arbeitnehmer. Na, anders kann man das wohl nicht erklären. Wenn gerade in kirchlichen Krankenhäusern und Heimen so viel Lohndumping vorkommt, das ist Fakt. Jetzt immerhin müssen die Kirchen zum ersten Mal mit Gewerkschaften verhandeln. Und das mit dem Streikrecht finden auch alle gut. Fast alle. Arbeitnehmer der Kirche wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie bei der Kirche ein Arbeitsverhältnis eingehen. Und wenn sie das nicht wollen, sollen sie sich einen anderen Arbeitgeber suchen. Eben. Natürlich. Ja, na klar. Na logisch, ne? Wenn ich bei der Kirche unterschreibe, dann weiß ich doch, dass ich mies bezahlt werde. Ich meine, ich werde ja auch nicht Messdiener und beschwere mich dann, wenn mir einer... Ist ja auch egal. So, wir schalten mal live vor die St. Pinunziuskirche in Limburg zu Birte Schneider. Birte, wie reagiert die Kirche auf das Urteil? Betroffen, Oliver. Betroffen und menschlich enttäuscht.
Hier findet seit Tagen eine ökumenische Mahnwache statt. Sie sehen es ja. Insgesamt bis zu 2 Geistliche harren hier tapfer aus, um ein Zeichen zu setzen gegen staatliche Willkür. Willkür? Deren Angestellte dürfen jetzt unter bestimmten Umständen streiken. Wie alle anderen in diesem Land auch. Lesen Sie mal die Bibel. 1. Brief an Timotheus. Alle, die als Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre Herren aller Ehre wert halten. Verstehen Sie? Scheiße bezahlt werden und sich drüber freuen. Genau. Ich sage Ihnen, da passieren Sachen. Die Caritas verkauft in Niedersachsen Altenheime an ein diakonisches Werk aus Ostdeutschland. Ja? Und dann kriegen die Altenpfleger in Niedersachsen plötzlich 13% weniger Lohn. Gut, in dem Punkt gebe ich Ihnen recht. Das kann Gott nicht gewollt haben, dass Westdeutsche plötzlich bezahlt werden wie Ossis. Sag mal, warum ist die Kirche denn so geizig? Ja, warum? Weil die ihr Geld für andere Sachen brauchen. Hier in Limburg zum Beispiel. Für den Bischof Thebarts von Elst. Während er seinem Bistum einen harten Sparkurs verordnete, mag es der Bischof gerne opulent. Im Januar dieses Jahres fliegt der Gottesmann mit der Lufthansa nach Indien, um soziale Projekte zu besuchen. Die Glaubensmänner reisen First Class, inklusive separatem Bett und kulinarischen Extravaganzen. Offizielle Begründung: Erhalt der Leistungsfähigkeit für den 4-tägigen Trip. Wenn Gott gewollt hätte, dass Bischöfe Holzklasse fliegen, warum hat er dann die First Class erfunden? Gut, dem Mann gönne ich es natürlich. Aber kann man im Gegenzug nicht auch beschissen bezahlten Kindergärtnerinnen ihr Streikrecht gönnen? Nein. Die Kirche sieht sich als, ich zitiere, Dienstgemeinschaft mit einem besonderen Harmoniebedürfnis. Streik bringt da immer so eine wahnsinnige Unruhe rein. Die Kirche möchte einfach nur in Ruhe ihre Angestellten ausbeuten. Ist das denn zu viel verlangt? Ja, und viele Menschen können sich ja gar nicht von der Kirche ausbeuten lassen. Eine geschiedene Frau zum Beispiel wird ja bei den Katholiken gar nicht erst eingestellt. Naja und? Der Job nützt so einer Geschiedenen doch auch gar nichts. Die kommt doch später trotzdem in die Hölle. Wissen Sie was, Birte? Ich glaube, wir werden eines Tages alle in einer Welt leben, in der ein Altenpfleger genug verdient, um damit eine Familie zu ernähren. Ach, Oliver, gewisse Dinge glaube ich ja auch. Ne? Wasser in Wein verwandeln, das Rote Meer teilen, Tote aufwecken, alles möglich. Aber als Altenpfleger eine Familie ernähren? So ein Blödsinn. Birte Schneider, meine Damen und Herren. So, zum Kirchenurteil des Bundesarbeitsgerichts hören Sie nun einen Kommentar von Gernot Hassknecht, Autor des Bestsellers Wie kriege ich Hausverbot im Vatikan. Jesus hat die Geldverleiher aus dem Tempel geworfen, aber was die wenigsten wissen, ihr Geld hat er behalten. Nein, ein Scherz, nichts gegen Jesus, guter Mann. Hat sich immer für die Rechte von Prostituierten eingesetzt. Eine Frage nur. Warum werden eigentlich alle kirchlichen Würdenträger immer noch vom Staat bezahlt? Nicht von der Kirchensteuer, nein. On top ein kleiner Nachschlag von 442 Millionen Euro im Jahr. Aber bei den eigenen Mitarbeitern, da habt ihr einen fetten Igel in der Tasche. Ja, ja, ich weiß, beim ZDF sitzen jetzt wieder die ganzen Kirchenfuzzis in den Gremien und spitzen ihre Bleistifte. Aber ein Gernot Hassknecht sagt frei heraus. Wahrlich, ich sage euch, warmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer, großer, großer Güte. Was? Wann das? Das ist Zensur, ihr Schweinepriesen! Gernot Hassknecht, meine Damen und Herren. Vielen Dank. So, kurze Zwischenfrage meinerseits. Wo stehen eigentlich die Grünen? Das ist die große Frage nach dem Grünen Bundesparteitag von Hannover. Es wurde ja in den Medien zumindest schon viel spekuliert über Schwarz-Grün. Wohin geht der Weg denn jetzt ideologisch? Ich verlange Klartext.
Auf der einen Seite wertkonservativ, nicht strukturkonservativ, dann unterscheiden wir uns von der CDU, CSU im Sinne von Nachhaltigkeit, Bewahren, die Schöpfung. Es ist liberal, aber nicht wirtschaftsliberal oder neoliberal, sondern es ist bürgerrechtlich liberal. Und es ist links, aber nicht links im Sinne von der Linkspartei, in großen Strukturen denken, sondern links im Sinne von emanzipatorisch. Ja. Außerdem, genau. Links. Mitte. Im Sinne von, ja, außerdem mögen wir Hunde. Also jetzt nicht direkt Hunde, aber Katzen. Und zwar im Sinne von Meerschweinchen. Klar, das Programm der Grünen, das rückt schon ein bisschen nach links. Ne? Erbschaftssteuer wollen sie verdoppeln, Bürgerversicherung soll kommen und natürlich Hartz IV richtig schön rauf, denn... Menschenwürdiges Leben, was ich mir irgendwie vorstellen kann, ohne Druck auch arbeiten zu müssen, ist mit den 420 Euro halt nicht zu machen. Ja, das sage ich seit Jahren, meine Damen und Herren, ein menschenwürdiges Leben mit Arbeit ist quasi gar nicht möglich. Klar, sollten die Grünen mitregieren im nächsten Jahr, dann werden sie die ganzen linken Forderungen eh wieder wegschmeißen. Wie immer halt. Wobei, mit der CDU wollen sie ja angeblich nicht. Warum soll man da jetzt schwarz-grün machen, wo man gerade von denen die Fresse voll bekommen hat? Also, das muss man sich ja nicht antun. Was? Jemand hat auf die Fresse bekommen? Wer denn? Ja, liebe Freundinnen und Freunde. Ach, der! Ja. 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 Das kommt davon, wenn man versucht, sich in der Zugtoilette nass zu rasieren, meine Damen und Herren. Es war auf jeden Fall ein Harmonieparteitag der Grünen, das kann man sagen. Nix Fundis gegen Realos wie früher, das war Ringelpiez mit Anfassen. Hier, ne? Alle haben sich ganz doll lieb und die frisch gewählten Spitzenkandidaten lassen sich stundenlang feiern. Ja, ist Ihnen das auch aufgefallen, ne? Jürgen Trittin mutiert im Alter zu Florian Silbereisen. Hey! Ne? Und was soll das hier eigentlich sein? Ein Arsch oder was? Egal. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt ging es bei dem ganzen Parteitag sowieso nur um eins, dass Claudia Roth endlich wieder lachen kann. Nach der schlimmen Klatsche bei der Urwahl, die sie da erlitten hat, da hat sie voll geschmollt. Ne? Sogar als der Özdemir sie zugeschleimt hat, hat sie noch geschmollt. Und an dich, liebe Claudia, persönlich gerichtet möchte ich sagen, ich finde es klasse, dass du kandidierst und ich bin mir sicher, die Delegierten werden es morgen auch so sehen. Ich finde euch trotzdem scheiße. Ja. Hier, das Claudia-Roth-Stimmungsbarometer. Ja, nein, die war wirklich völlig down. Ne? Und ich frage Sie, wie heitert man die Claudi wieder auf? Richtig, indem man sie mit Süßigkeiten bewirft. Der sogenannte Candy Storm. Bin sehr gespannt, mit was die werfen, wenn demnächst wieder der Shitstorm dran ist. Ja, da lächelt sie zumindest wieder ein kleines bisschen. Ne? Jetzt muss sie nur noch die Wahl zur Parteichefin gewinnen. Und ich sage Ihnen, selbst eine Claudia Roth kann Wahlen gewinnen. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Mir liegt bisher für die Kandidatur zur Bundesvorsitzenden eine Kandidatur vor. Das ist die Kandidatur von Claudia Roth. Vielen Dank, ich nehme die Wahl an. Na also, bravo. Ja, siehste. Es geht doch. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Ja, guck mal. Da scheint doch wieder die Sonne. Ne? Man muss der eigenen Basis auch mal verzeihen können, finde ich. Fazit, wir haben wieder Hoffnung für die Grünen. Hannover hat gezeigt, ja, die Grünen verbürgerlichen ein wenig, aber es gibt sie trotzdem noch. Die guten alten Freak-Grünen von früher. Guten Tag alle zusammen. Ich habe mich hier zu Wort gemeldet, obwohl ich eigentlich nicht so in diesem Thema drin stecke. Mein Mann und ich waren neulich zu Besuch im Europäischen Parlament als Gewinner eines Preisausschreibens des OV Schwetzinger Vorstadt aus Mannheim. Es ist ein bisschen schade, dass wir es am Morgen tun, wo wir alle verkatert sind. Ich erwarte eigentlich auch von Delegierten, die einmal im Jahr zu einem Bundesparteitag kommen, dass sie am Sonntag von 9 bis 12 hier sind und aufmerksam sind. Das sind meine Grünen, meine Damen und Herren. Diese Woche haben wir, oder die meisten von uns alle, Post bekommen. Kurz vor Weihnachten wird ja, das wissen Sie, für die Ärmsten gesammelt, für Afrika,
für Waisenkinder und natürlich für die Stromkonzerne. 500 Anbieter erhöhen im Januar die Preise um bis zu 20%. Da kann man nur sagen, armes Sparschwein, meine Damen und Herren. Die Nebenkosten werden zur zweiten Miete und die eigentliche Miete geht gerade auch durch die Decke. Der Bauminister Ramsauer, der ist wegen dieser Entwicklung wirklich außer sich vor Sorge. Schriftlich räumt er ein, dass es sicherlich zu Umzügen einkommensschwacher Haushalte komme, die er auch sehr ernst nehme. Ja, toll. Er macht einen Scheiß dagegen, aber nimmt sie sehr, sehr ernst, meine Damen und Herren. Normalverdiener können sich Innenstädte nicht mehr leisten. Und das so gewollt, natürlich. Problematisch wird es immer nur, wenn die Armen nicht freiwillig wegziehen. Da helfen oft nur subtile Maßnahmen des Eigentümers. Als ich nachmittags nach Hause kam, waren die Fenster zu. Es war dunkel. Und der Vermieter stand vorne und sagte, ja, sehen Sie, so schnell kann das gehen. So schnell kann das gehen, meine Damen und Herren. Ja. Einmal nicht aufgepasst. Andererseits, die soll sich nicht so anstellen. Da gibt es doch bestimmt noch andere Fenster in der Wohnung. Auch das Badezimmerfenster ist dicht. Lüften kann sie hier jetzt nicht mehr. Muss sie auch nicht. Das Wasser ist nämlich auch abgestellt. Die Mieten gehen durch die Decke, Normalverdiener müssen die Innenstädte zunehmend verlassen. Und was die Nebenkosten angeht, auch die Stadtwerke Bochum erhöhen im Januar die Preise für Strom und Wasser. Ja, die Stadtwerke Bochum, die neulich noch 25.000 Euro für Gastredner wie Peer Steinbrück oder Peter Maffay hatten. Ne? Und bald geht's ja weiter. Hier, nächste Atriumgespräche mit Stargästen wie Axel Schulz, Gunter Gabriel oder Gerd Schröder. Das wird super. Unsere Atriumgespräche haben nichts mit den Preiserhöhungen vom Januar zu tun, sagen die Stadtwerke Bochum. Lutz van der Horst erzählt was anderes. Ich brauche Strom, Honey. Wir haben ein super Angebot. Kein Angebot, machen Sie nur den Strom billiger. Sie sind Kunde bei uns, Sie wohnen auch in Bochum? Ja, ja, beides. Das tut mir leid. Wir wollen jetzt die Bürger mitentscheiden lassen, wen wir als nächstes einladen. Auch wieder gegen Honorar. Klar, umsonst kommen sie nicht nach Bochum. Wer kommt umsonst nach Bochum, ne? Indirekt haben sie ja was davon. Die kommen ja in die Stadt. Oder? Naja, wenn man es so sieht, haben wir da nichts von, ne? Ja, eigentlich nicht, das stimmt. Aber sie zahlen es und darum haben wir da irgendwie wieder was von. Also ist eine Art Win-Win-Situation. So eine Art. Es ist viel Geld, das wir gerade raushauen, aber es ist ja Ihre Entscheidung. Sie müssen ja keinen Strom verbrauchen. Ja. Letztendlich. Ja, der Bürger aber kann. Setzen Sie sich mal ins Dunkle. Hat im Mittelalter auch geklappt. Ich muss sagen, ich finde das toll vom Herrn Steinbrück. Der ist gekommen für 25.000 Euro. Ich finde das volksnah. Glauben Sie, die Kanzlerin käme für den Betrag nach Bochum? Die feine Dame? Die Kanzlerin, die ist eine Hochnäsi. Ja, wenn eben. Ich die sehe. Ja. Sprechen kann sie selber nicht, richtiges, genaues, ist nichts gegen die Kanzlerin, ne? Ja, ja. Oder wenn ich sie sehe, ne, hier das Gerichtsgebäude, ne, habe ich hier gelesen jetzt, ne? 100.000 Millionen, ne? 100.000 Millionen? Ja. Dann braucht der Strom. Honey, oh honey. Guten Zweck. Für einen guten Zweck. Na gut, aber wenn der Axel Schulz das Geld kriegt, ist es ja für einen guten Zweck. Nee. Der Mann ist ja völlig am Arsch. Axel Schulz, ja den. Den nehmen wir. Den nehmen Sie, den finden Sie gut. Den ja, aber nee, aber nee. Der sieht aus, als wenn er bald eine Birne hätte. Wen würden Sie sich wünschen? Und wen finden Sie nicht so gut? Von Herrn Axel Schulz halte ich nicht so viel, ich weiß doch nicht, was der Großartiges zu erzählen hat. Fragen wir ihn doch mal selber. Axel, komm mal her. Die Dame hält gar nichts von dir und weiß auch nicht, was du geleistet haben sollst. Nee. Quatsch, aber ja. Komm. Ne? Jetzt bin ich aber ein bisschen stinkig. Ich habe sie nur in meinem Fernsehen gesehen. Ja. Da kommen sie so ganz anders rüber. Was verträgt sie dir? Die 25.000. Was sonst? Also ja. Klar, ich bin nur des Geldes hier. 25.000. Ja. Endlich mal einer, der offen ehrlich sagt, warum er hier hinkommt. Ja. Ich auch, ich komme auch nur wegen der Kohle. Ja, aber ich muss ein ganzes Jahr dafür arbeiten, für 20.000 Euro. Man muss das immer aus. Ja, aber Sie können sich ja nicht mit Axel Schulz vergleichen. Ja, wieso? Nur weil ich jetzt nicht boxen kann, oder gut, Sie sind beide keine Boxweltmeister. Das ist dann wieder eine Gemeinsamkeit. Danke für Ihr Geld.
Schönen Tag noch oder bis heute Abend zum Talk. Dankeschön. Ja? Nee, den laden wir ja nicht ein. Es kommen ja nur ausgewählte Leute. Ach so. Um Gottes Willen, wir laden ja nicht in Hansel ein. Ah. Nee, keine Sorge. Da kommen nur Leute vom Stadtwerken. Ne? Lutz van der Horst und Axel Schulz. Der neue Gastredner bei den Atriumgesprächen in Bochum, die zum Glück weitergehen. Und nun noch ein vielleicht tröstlicher Gedanke vor dem Schlafengehen. Sie weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin sehr überrascht, wie bequem das eigentlich in so einem Sarg ist. Das ist sehr, sehr weich und sehr, sehr kuschelig. Und wenn man sich das anschaut und anfühlt, dann hat man gleich sehr viel weniger Angst vor dem Tod. Der alte Studententraum, morgens nie mehr raus müssen. Das war die Heute-Show. Jetzt kommt Aspekte. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.